Da siehst du. Der Gummipropfen wäre da schon gut. Ja. Ja, noch voll die beliebten Kinder hier, der Platz. Ich früher auch, als ich klein war. Auch immer vorne rausgekommen hier. Guck mal, da hat sie nicht so abgedacht. Da steuert er. So, genau, jetzt muss ich einmal da durch. Ja. Einmal an die Tür, weil der hier rauf muss. Eben halb in der Nase fahre ich hier. Jo, das ist richtig hier. Da. 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 Das geht schon so. Hier kommst du rauf, irgendwann. Du kommst rauf, irgendwann. Hier, Taschenbecher. Thank you.
Quatsch. Schwimmen da, wo wir jetzt auf der Seite. Wir gehen nochmal rüber jetzt. Ja, wir müssen uns beeilen. Komm, zack. Raus. Dürfen wir raus? Ja. Dann muss ich gucken. Hier. Das wird immer raus. Darf man nicht? Darf man nicht? Stabil, das geht da aus. Tür schießen! Das ist der Raum. Und ab! Und Sie haben gesagt, der D2-Empfang ist auch noch ein Fahrer. Bitte? Sie haben eben das D2-Empfang ist auch noch ein Fahrer. Danke, Heckenbeiner. Was? Doch, aber es muss ein zweiter fahrtrechtlicher Mitarbeiter an Bord sein, der sehr groß ist, damit wir die Nummer von hinten anfahren. Ja. Okay. Dann fahren tut nur einer. Ja. Ja. Der ist nicht nein, nein, nein. Die müssen nur arbeiten. Sind kaputt? Wenn die mit zwei, drei Wagen unterwegs sind, ist nur ein Fahrer da. Wir haben Schaden am Tod. Ist der Gelangmeier. Und den mit dem Weg. Na, weil Notfall, wenn es hier von hinten geht, könnten wir noch immer hinten rein. Ja. Hinten rückwärts fahren. Nach unten die Signale durch, die Strecke durch. Ja. Rückwärts fahren. Das zweite ist, wenn wir liegen bleiben, irgendwo in der Stromschienenlücke, wenn wir irgendwie sehen, dass wir ihn da wegkriegen, Hilfskabel. Ja, ja. Wie das geht. Das kann zwar auch mit der Dienstbitte helfen, der ist auch gerade ausgebildet, wie er funktioniert. Ja. Aber wenn man sich mit dem Fahrzeug ausgibt, und Sie müssen halt, gut, der zweite Fahrer, der hinten ist, der kann natürlich hinten den Begleiter machen mit dem Wagen. Aber hier muss ein Fahrer und Begleiter sein, weil der Fahrer kann die Tür nicht gucken. Weil das ist ja noch die alte Steuerung, da 10 Sekunden ist der Luftdruck ja weg. Ja. Und dann können Sie die Türen auch machen. Dann kann der Arbeiter die Tür schließen. Und dann geht er Zeit raus. Da wir jetzt mit dem Hilfsfahrerstand fahren, das ist ja der ganz kleine hier, können wir hier die Tür nicht auslegen. Das heißt, normal machen wir es ja so, dass wir die vorderste Tür auslegen. Dann können die anderen Türen geschlossen werden, dann kann man hier einsteigen, dann wird die Tür zugemacht. Das geht bei diesem Fahrerstand hier vorne nicht. Weil das eine Hilfsfahrerstand ist. Der hat keine Vorrichtung dafür, der hat nur die Fahreinrichtung. Interessant. So, ich kann also sonst nur, wenn ich diese auslegen will, die gesamten Türen in diesem Wagen auslegen. Das heißt, beim Schließen bleiben dann aber alle offen. Dann müssen wir in jeder Tür eine stehen und die Tür sonst machen. Ja, bis etwa in die 50er Jahre hinein war das auch so. Die Fahrgäste haben die Türen selber zugemacht. Ja, genau. Wir schießen und dann denken wir, es gibt noch so alte, die auf Schwarz-Weiß-Filmen gibt es noch so Aufnahmen, wo die Züge immer mit so halb offenen Türen fahren. Das war früher ganz gut. Opa, hier war das Übernetz. Das war so, der hat keine Fahrsperre, der hat kein Tacho gehabt. Das ist dann nach Gefühl gefahren. Aha. Das kam erst in den 50er Jahren. Und deswegen kann man nachher die verstärkten Türen, weil die Holztüren, weil die sind zu semmeln, die haben ja Kraft. Ja. Und das ist eine Stahltür hier. Und die alten Holztüren hat es zersammelt. Ja, die hören sich dann nicht zusammenfallen, weil hier hat es keine Auto geben. Aber hier, die Anschlüsse hier, um diese Abschnitte. Damit ich nicht mehr auf dem Laufenden. Ja. So.